Moin moin, meine lieben Leute der seichten Unterhaltung. Ja, heute mal was, ja, ich weiß nicht, irgendwie rutscht mir was Politisches raus, kann ja mal wieder mal passieren, aber mal was anderes, das ist mir bei YouTuber Lars in seine Solarshow aufgefallen. Ich weiß jetzt nicht, wer das jetzt war. Der hat für seine ganzen Batterien, Solarbatterien, hat er echt eine ganz tolle Entgasungsanlage gebaut, worauf ich auch auf eine Idee gekommen bin. Und zwar geht es hier um Kfz. Und zwar folgendermaßen, das ist hier schon bei einigen Leuten aufgefallen, dass halt Autobatterien logischerweise, die gasen auch, ne? Und dass halt so die Batteriefächer immer wieder relativ zerfressen aussehen, verrottet aussehen. Das war eigentlich bei diesen Chrysler Dodge Plymouth Neon auch das ähnliche Problem. Gut, zum Glück bei mir nicht. Hab mir Gedanken gemacht. Moment mal, die gas ja auch. Ich habe auch an der Seite der Batterien waren auch solche Laufrillen, wo halt schon die Säure, Seuche rausgetüdelt ist. Ja, dann möchte ich mal zeigen, wie ich dieses Problem der Batterieentgasung gelöst habe. So, mit einer Hand Kamera halten, mit einer Hand Motor aber aufmachen, das ist ganz toll. So, ich habe so folgendermaßen gelöst. Das ist leider eine wartungsfreie Batterie, wo ich nun persönlich kein Freund von bin. Jede Batterie hat ja ihre, also zumindest die wartungsfreien, so wie ich das jetzt mittlerweile gesehen habe, haben halt ja den Pinöpsel hier. So, und dann habe ich jetzt, da ich mit einem Freund zusammen mit Kaffeemaschinen so ein bisschen rumtüdeln bin, diese Silikonschläuche aus De'Longhi Kaffeemaschinen. Das sind Silikonschläuche, die auch für hohe Temperaturen geeignet sind. Und ja, bevor mir mein Batteriekastenhalterung da unten komplett zerfressen wird, die habe ich eigentlich ausgebaut, entrostet und dann mit Rostschutz neu, Rostschutzfarbe neu lackiert. Und da ich so, ja gut, wie kriege ich das hin, dass mir das nicht passiert oder irgendwo im Motorraum was verseucht? Ja, gut. Den Silikonschlauch und von der alten Kettensäge hatte ich noch den Dingsbumstank, Öltank. Ja, ich denke so, okay, kombiniere ich beides miteinander. Jetzt kann die gesamten Gase, beziehungsweise das, ja, die Säure, die teilweise mit herauskommt, hier in diesen Tank abgelassen werden. Ja, Problem gelöst. Ja, das ist erstmal von meiner Seite aus, was man tun kann, dass einem die Batteriescheiße nicht irgendwo im Auto, im Motorraum hineintüdelt. Da würde ich sagen, see you later, Alligator, bis an dieser Stelle. Tschüss!